Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Uncharted. Einmal ein Dieb. Wir starten los. Nate und Samuel müssen uns zu einem alten Bekannten begeben, und zwar zu Sully, der uns gerade ein Zeichen gegeben hat, wo er sich verbirgt. Los geht's. Okay. Noch alle da? Nö. Doch, da. Hoppala. Diese Hüpf- und Springeinlagen, die sind schon richtig cool gemacht. Das taugt schon gewaltig. Was jetzt? Passiert was? Hast du was zu sagen? Nö. Dann geht's weiter. Durchs hohe Gras. Oh. Habe ich mich ein bisschen versprungen? Ah, hier, L3. Was gibt's da? Sehr gut. Ob ich da mit dem Seil reinkomme. Pass auf. Ich pass auf. L1. Okay. Nochmal. Das sollte so sein, bei das Ding zu verfehlen. Wo müssen wir überhaupt hin? An die Wand da drüben wahrscheinlich. Okay, los geht's. Okay. Es ist sicher, während dem Greifen zu springen. Okay. Okay, Hammer, Hammer. Jetzt gibt's Action. Was macht der Bruder? Der kommt hinterher, oder? Wie macht der das? Der grübelt noch, wie er es macht. Ist der jetzt schon drüben oder wie? Nö. Wir müssen... Okay, wir müssen... Wo müssen wir hin? Da runter? Da ist der Bruder. Ich weiß nicht, wo lang. Ah, hier runter vielleicht. Jawohl. Aha, hier können wir wieder aus dem Seil machen anscheinend. Hey, hey, wir können uns von dem Ball erschwingen. Okay. Und wie? Ich weiß nicht weiter, Leute, ich weiß nicht weiter. Macht das jetzt der Bruder mit dem Seil, oder? Okay, kletter über mich, ich hab guten Halt. Okay. Ah, ja, cool. Coole Aktion. Gefällt mir gut. Ist eh, hier grafisch ist das Spiel total ansprechend. Das ist super geil gemacht. Hier ist nichts pixelig oder hakelig. Der Sonnenaufgang schaut genial aus und grafisch ist auch wirklich saugut. Was? Ich habe nicht zugehört. Runterklettern? Okay. Cool. Also, das macht halt das Spiel wirklich aus. Und jetzt? Schwingen, oder? Ja. Ah. Wir nehmen richtig viel Schwung und los geht's! Den habe ich gar nicht gesehen. Sehr gut. Okay. Okay, gedrückt halten zum Springen. X und... Super. Da steht der Feind. Tischbakuzzi ist schon wieder da. So, und hoch geht's, oder? Mach, mach, mach. Wo lang? Schön hier. So viel. Die kleinen Dinge, die müssen nicht reißen. Schön schaut's aus hier. Wirklich schön. Der quatscht noch ein bisschen. Das Sam. Gibt's hier irgendwas, was wir gebrauchen können? Ein Schatz? Nö, viel Wein.
gut, runter da. Okay, hier sollen wir uns wieder rausschwingen. Müsste halten. Und dann müssen wir L1, okay, wo müssen wir hin? Wie cool. Es ist wirklich grandios gemacht hier, Leute. Schaut euch das nochmal an. Hier in dem Berg, der Sonnenaufgang, nee, Untergang wird es sein. Schön am Meer. Wirklich cool. So, das Sam ist durch. Wir laufen ihm hinterher. Ja, wer so ein riesen Anwesen hat, der hat auch finanziell ausgesorgt. Da gibt es dann keine großen Sorgen mehr. Okay, mal zuhören. Cool, oder? Wirklich cool. Schaut super aus. So, jetzt. Kommt man da irgendwie rauf, oder was? Ich habe wieder nicht zugehört. Das ist so ein Fehler von mir. What? Nichts zum Hochklettern? Tatsächlich. Doch, hier. Na, geh rüber. Und jetzt? Doch, hier kann man springen. Scheint ohne Seil. Ja, ein bisschen rüber. Ah ne, schwingen ist gedrückt halten. Und jawohl, sehr gut. So kann es der Sammy dann uns nachmachen. So noch höher? Ne, wir können hier rauf. Was mache ich? Nichts gescheit. So, jetzt habe ich's. Okay, und jetzt kommen wir hier weiter oder wie ist der Spaß? Ah, hier entlang. Ist der Sam dabei? Jawohl. Das ist der nächste Griff nach oben. Ja, das macht das Spiel aus. Die Dynamik, die Sprünge, das ist wirklich klasse. Dieses ganze Blabla da, ein paar Folgen vorher, das ist so boring. Okay. Aha. Sehr schön. Stück für Stück voran. Ich will mal gucken. Schaffen wir den Hupsara da? Dann müssen wir wieder schwingen, oder? Und... jawohl, geschafft. Darauf. Ich glaube, wir sind schon in der Nähe, oder? Wo müssen wir jetzt hin? Kommt der Bruder mit, aber nicht rauf. Okay. Eventuell darüber springen? Nee, oder ist zu viel? Oh, hoppala. Ah, okay, er hat da was. Sehr gut. Der Sam klettert vor. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Und wir klettern nach. Oder ich lasse uns erstmal abstürzen. Und gleich nochmal. So, zweiter Versuch. Ein bisschen peinlich, dass ich da diesen kleinen Hopser vergeigt habe. Aber ein Glück. Man muss ja nicht weit zurück, sondern es geht ja gleich an derselben Stelle weiter. So, neuer Versuch. Jetzt hat aber. Und nach oben und über das so, genau. Am Scheinwerfer. Die Rossi-Villa. Es schaut super aus. Also es ist wirklich grafisch genial geworden. Was? So, jetzt treffen wir gleich den Sully wieder. Okay. Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus?
400 Millionen Scheine. Los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sally? Weißt du, was ich an der Novenparty so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine Qual bist. Lang ist sehr. Ja, zu lang. Kennst du noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir was weiß ich wie? Es muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir anders sind. Was wollen sie uns nicht sehen? Ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding anziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten? Lüftungssystem, Strom. Das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. So, okay, bin wieder da. War mal kurz weg. Das habe ich verpasst. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommt auf keinen Fall. Alles klar. Antipasti? Nein, danke. Hi. Wie geht's dir? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keinen. Na, könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum, stell den Strom an. Dann bin ich der Kellner. Du bist der beste Taschentaschen. Du gehst nach unten und wählst das Kreuz auf, okay? Bescheid, wenn irgendwas verdächtiges passiert. Alles klar. Okay, hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit? Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Na dann, es geht los. Ja. Wo lang? Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Ziemlich haarig werden. Ganz. Wir hatten schon Brennstoff. Ja, ich weiß. Wenn wir nur nicht vorstellen, was wir uns machen, als wir uns erwischen. Sir, wenn es schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Ist er reingegangen? Nee. Doch. Echt gut gemacht. Mir gefällt das hier. Na, schubst du mal die Kellnerin weg? Nee. Die steht da wie ein Baumstamm. Oh, sorry. Ich kann aber gar nicht springen oder hopsen. Hier ist Benehmen angesagt. Oh, was gibt's da Schönes? Speisekarte. Ah ne, hier die Objekte, die versteigert werden in was für einer Reihenfolge, aber nachdem wir hier uns beeilen müssen, einfach nur ein nettes kleines Gimmick. So, weiter geht's. Sally wartet schon. Jetzt in meinem Auktionsraum. Gib dir mal die! Gib dir mal die! Jetzt dreht sie sich um! Pack die. Wie der Kopf da hängt! Warte doch mal! Hallo! Ich kann mir die umrempeln! Volle Alien! Wo ist er denn hin? Ist er das? Oh ne!
Ich habe meinen Bruder verwechselt. Da hinten steht er. Und der Sully, der ist, wo ist der hin? Da. Gutes Timing. So, dann nein, oder wie? Dann los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt geht die auf. Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Schaut selber aus wie so ein Gangster, der Ober. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Okay. Dann Keycard hinten links. Kommen wir da dran? Ah, L2. Okay. Uah. Das war nix. Nochmal. Das ging gut. Haben wir die schon? Oder? Oh, sehr gut. Wo müssen wir hin? Wieder zur Tür. Sehr gut, okay. Piep. Okay. Und Neider. Die hier brauchen wir. Okay. Das neue iPhone, das ist ein bisschen kleiner geworden, hat kein Display. Ist nur noch wie. Funktioniert wie ein Telefon. Wir melden uns. Okay. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich höre immer so schlecht zu, ich habe keine Ahnung. Strom ausschalten oder sowas. Jetzt wieder bla bla. Oder? Liebe Leute. Henry. Ja, ich bin still. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Dinge in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht so gut aus. Ich fühle mich hier so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern nicht schuldig. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, ist klar. Mit einem Eiswürfel. Ich werde gleich laufen. Nein. Alles mitbekommen. Ja, hab ich. Klingt, als gebe dir eine Lady einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört dir nicht dieser Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Es wird dir nicht mal aneinander geraten. So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint es fürs Nachtragen zu sein. Ich werde dann soweit, okay. Hör zu, wir sind bereits alle. Du, keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Ja, alles klar, liebe Leute. Wir machen hier einen kurzen Cut und sehen uns in der nächsten Folge schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal...